Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Star Wars Battlefront 3 Beta mit mir, dem Torben. Wir spielen diesmal eine Runde Walker Assault, nicht mehr Drop Zone. Das ist der zweite Spielmodi, der online in der Beta verfügbar ist. Ausgerüstet sind wir mit einem Thermaldetonator, einem Ionenschuss und einem Sniper Rifle, sage ich mal. Und ja. Wir sind Imperium und ich sage euch jetzt sofort, worum es geht. Wir joinen erstmal. Also, Walker Assault spielt auf Hoth und das Ziel ist es, für uns als Imperium die sogenannten Uplinks auszuschalten. Die gehören den Rebellen und die Rebellen haben das Ziel, die beiden Uplinks anzuschalten. Weil nur dann kann man unseren AT-ATs Schaden zufügen. Und das ist das Ziel der Rebellen. Die wollen unseren AT-ATs Schaden zufügen, damit die die eben aufhalten können, bevor die deren Base erreichen. So einfach ist der Spielmodus. Ich hoffe, ihr habt ihn alle verstanden. Aber, lol. Okay, den haben wir defeated. Dann hat es kurz geleckt, weil hier ein TIE Fighter in mich reingestürzt ist. Ein X-Wing. Aber, okay. Immerhin schon mal ein Kill mit einer Sniper hier gerade gemacht. Wir positionieren uns mal irgendwo einfach. Das ist Darth Vader. Wenn wir bei dem bleiben, ist das auch schon mal vom Vorteil. Okay, Darth Vader, arbeite mal. Nice. So, hier können wir uns so ein kleines Power abholen. Bam. Okay, den konnten wir uns holen. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, fuck. Der wird auf Darth Vader schießen, wenn er ihn sieht. Oh ja, das tut er. Das heißt, oh Mann, kurze Ruckler habe ich hier gerade. Ja, hier ist mehr los als bei Drop Zone, weil einfach viel mehr geschossen wird überall. Ist da oben jemand? Keine Ahnung. Juckt mich nicht, wenn er mich nicht sieht. Okay, dem haben wir gegeben. Wenn der auftaucht, können wir den schnell down machen. Aber ich war. Oh, der da hinten hat nicht viel. Hi. So, wir haben einen Critical Kill Assist gemacht. Jetzt versuche ich den da hinten noch wegzusnipern. Habe ich. Nice. Okay, bisher sind wir noch nicht gestorben, was ganz gut ist. Das Infanteriegeschütz da ist leider besetzt. Da kann man nämlich auch reingehen. Lol, bin ich gerade an einem Rebellen vorbeigelaufen, oder? Ja, scheiße. Mist. Und der hatte nur 6 Leben. Den hätte ich so leicht snacken können. Da können wir einen AT-AT, Leute. Wenn das funktioniert, ey. Nice. Wir haben einen AT-AT. Wir können jetzt da reingehen, indem wir 4 drücken. So. Und zack, da sind wir im AT-AT, Leute. Damit haben wir quasi das Beste losgezogen. Aber man hat nur eine begrenzte Zeit im AT-AT natürlich. Aber damit können wir jetzt überall drauf schießen. Da hinten ist einer. Es ist nicht so leicht, die zu treffen. Aber, keine Ahnung, immerhin sind wir geschützt und wir sitzen mal in so einem Ding drin. Da hinten. Einfach mal drauf schießen. Bam, bam. Ja, jetzt ist uns natürlich der AT-AT hier im Weg. Der kaputte. Schieß mal da hinten das Infanteriegeschütz kaputt. Ich treffe das nur irgendwie nicht. Keine Ahnung, was da los war. Da ist ein X-Wing abgestürzt. Bitter. Da hinten kann ich mal drauf schießen, da sind welche. Okay, treffe ich die? Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe auch nur noch eine Sekunde im AT-AT. Zack, jetzt muss ich raus. Na, muss ich raus? Hallo? Ja, muss ich? Okay. Ja, AT-AT war jetzt nicht so besonders gut. Weil es einfach extrem war, auf welche zu zielen. Aber wir können es hier nochmal holen. Vielleicht warten wir einfach dann ein bisschen. Weil wir haben das Power-Up, ja. Oder wird das danach resettet? Ich weiß es nicht. Wir lassen es einfach mal drauf ankommen, würde ich sagen. Obwohl, wir gehen einfach jetzt rein. Besser, als wenn wir den hinterher nicht mehr haben. Sitzen wir nochmal drin. Nächster Versuch. Zack, da oben sind ganz viele. Komm, gib. So, dann muss ich da jetzt was treffen. Ja, Kill Assist immerhin.
Ich kann die Links da nicht mehr treffen, leider. Ist außerhalb meiner Reichweite. So, 44 Sekunden haben wir nur. Also nur noch. Ich würde gerne das Ding da ausschalten, aber ich kann leider nicht die Richtung steuern, in die die gehen. Ja, das war aber ein bisschen einfach. Wenn die sich so offen da hinstellen, dann treffe ich die natürlich auch. Okay, den haben wir auch. Ach, wir können ja natürlich auch zoomen, stimmt. Okay, den haben wir. Nice. Also jetzt ist AT-AT doch overpowered. Also richtig nice, dass wir hier drin sitzen. Bam, 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 bam. 17 Sekunden haben wir leider nur noch. Aber macht nichts. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade angreifbar. Ja, wir sind angreifbar. Egal. Noch sind wir nicht tot. Ah, okay, wir müssen wieder raus, leider. Schade, aber immerhin ein paar Kills gemacht hier. So, und mal gucken, ob wir uns direkt nochmal einen AT-AT holen können. Weil das macht echt Spaß, in dem Ding drin zu sitzen. Lol, was war das denn? Mit einem, hier mit so einer Bombe. Keine Ahnung, was das war. Hat auf jeden Fall ordentlich reingehauen. Wir können auch mal theoretisch... Ach, guck mal an. Guck mal einer an. Oh, oh. Scheiße. Der hat uns noch gesehen. Ich hätte sonst nicht gewusst, wie wir ihn da rausholen sollen halt. Außer vielleicht dann... Ja, er ist ja gut, Läufer. Danach hätte ich vielleicht die Ionenschüsse rausgehauen. Die sind nämlich gut gegen Fahrzeuge. Aber ist zu spät, Leute. Ist zu spät. So, ich würde mir gerne nochmal so ein Power-Up holen. Um euch halt ein bisschen zu zeigen, was man hier alles machen kann. Weil man kann natürlich auch in diese Läufer und so alles rein. Das ist alles machbar, meine Freunde. Wir sind mal ein bisschen vorsichtiger jetzt. Okay, wir haben eine Infanterie-Turret. Die stelle ich mal hier hin. Einfach, weil ich es kann. Okay. Jetzt nehme ich mal meine Sniper. Guck mal, da ist so ein A-Wing. Das waren A-Wings, meine ich. Da unten ist einer. Okay. Hä, lol? Wieso sterben die denn? Dank meiner Turret oder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nichts dafür bekommen. Das ist meine Tour. Oh, da ist Luke. Leute, da ist Luke. Wir kämpfen jetzt gegen Luke. Das ist natürlich schwer. Okay. Der hat uns gekillt. Aber wir haben ihm immerhin ein bisschen Schaden gemacht. Das ist schon mal ganz nice. Oh, wir können wieder in den AT-AT, Leute. Nice. Wenn wir das Ding da kriegen. Oh, fuck. Nein! Er hat es uns einfach vor uns weggenommen. Ach, das war bitter. Schade. Naja, wir waren ja schon zweimal drin. Und haben nur einen Versuch richtig genutzt. Leider. Bei dem davor war ich noch nicht so ganz der AT-AT-Fan. Bin ich jetzt aber doch komplett geworden. Oh, fuck. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Mist. Mist, Mist. Aber ist kein Problem. Wir schaffen das hier. Hoffentlich. Obwohl unsere AT-ATs auch schon ganz schön Damage bekommen haben. Muss man sagen. Vor allem der rechte natürlich. What the fuck? Der A-Wing hat mich getötet, ey. Aber sie hießen A-Wing. Da bin ich doch noch der Star Wars-Kenner. Die bin ich früher in Battlefront 2 immer geflogen. Boah, wenn wir das mal wiederfinden. Wenn ich das mal wieder. Ah, wir können fliegen, Leute. Hier, Infanterie Turret, scheiß drauf. TIE Fighter. So. Jetzt kann ich nämlich euch auch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man fliegt. Das ist nämlich übel nice. So. Bam. Dann können wir einfach mal hier unten alles bombardieren. Da müssen wir natürlich wegziehen. Und, also ich bin nicht der Profiflieger, muss ich sagen. Ich schieße einfach mal hier unten drauf und bombardiere alles. Ich, wie gesagt, echt kein Profiflieger. Aber da hinten ist was, was ich treffen muss. So, komm, 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 komm.
Ah, der ist doch so gut wie dauernd. Wir haben ihm richtig gegeben. Bam, 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 bam. Scheiße. Huiuiuiui, der war ganz schön knapp. Na komm. So, das sollte es gewesen sein. Immer noch nicht. Aber den kriegen wir schon. Bam, bam, bam. Jawohl, wir haben ihn. Nice. So. Lol. Hinter uns war einfach auch noch einer, der fast tot war. Den hätten wir auch noch kriegen können. Ich wollte euch gerade noch zeigen, dass man auch Raketen schießen kann mit den TIE Fightern. Hat jetzt nicht ganz funktioniert. Egal. So. Komm her. Du bist mein Kill. Gut. So. Ja. Okay. Okay, den haben wir nicht erwischt. Schade. Mist, Mist. Aber schaffen wir. Also, ihr seht da oben den Weg, den die zurücklegen müssen, die AT-ATs. Und wir sind ziemlich nah dran. Ziemlich nah dran am Sieg, Leute. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich hätte gerne nochmal irgendein Power-Up, das wir hier ausprobieren können. Aber erstmal können wir jetzt hier in so ein Infanteriegeschütz rein. Was ja auch schon ziemlich cool ist. So. Okay. Und da hinten will auch sich direkt jemand mit uns anlegen. Wir haben nur 20. Okay, wir sollten. Wir sind einfach zerstört. Wie viel Schaden machten diese Rifle an Geschützen auch? Das ist krass. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit, da auszusteigen. Hatte ich dann wohl doch nicht. So. Wählen wir mal unsere Sniper wieder aus. Okay, den hatten wir. Nicer Sniperschuss, aber dann sind wir auch drauf gegangen, weil hinter uns mal wieder einer stand. Mit einer besseren Waffe. Mann, ich will auch eine bessere Waffe mal wieder haben. Die Handfeuerwaffe geht mir langsam auch wieder auf die Nerven. Die ist eigentlich nicht, echt nicht schlecht. Oh, wir können noch mal in den AT-AT. Wie es das Schicksal will, Leute. Zack, sind wir drin. Und jetzt geht der Spaß dann wieder los. Vor allem, weil wir jetzt auf so eine riesige offene Fläche da schießen können. Bam, bam. So, da hinten sehe ich einen laufen. Okay, den haben wir. Den nicht. Schade. Aber dann schießen wir einfach mal da drauf, hinten. Da hinten laufen auch Leute. Vielleicht kriegen wir davon ein paar. Einen haben wir. Den da hätte ich gerne. Nice, haben wir. Jetzt den. Okay. Dann die. Sehr schön. Bam, bam. Hier kriegen wir richtig viele. Zack, weg, weg. Ganz viele Kills, Leute. Ganz viele Kills. Dafür kriegen wir nice Punkte. Viele Punkte. Schön, schön. Oh, da hinten sehe ich noch welche, aber ich denke, die sind nicht erreichbar für mich. Schade. Wo kann ich noch unterstützen? Da. Bam. Einfach mal auf die Shutdown-Station ballern. So, die fliegen auch immer so schön, wenn man die trifft. Zack, tot. Du gehst dem bitte mal nicht auf die Nerven, dem armen Läufer. Sonst muss ich dich hier leider vernichten. 12 Sekunden haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch einen Kill hin. Wäre nice. Bam, immerhin noch ein Critical Kill Assist. Oh, das war mein Handy, Leute. Das war mein Handy. Und jetzt sind wir auch schon draußen. Schade. Aber egal, vielleicht finden wir nochmal einen AT-AT. Ah, da hinten haben wir einen Läufer, Leute. Den haben wir noch nicht ausprobiert. Wenn wir es schaffen, in 20 Metern sind wir da. Zack, da ist er doch. Perfekt. Können wir hier von einem direkt ins nächste. Und einen Läufer hatten wir ja auch noch nicht. Aber der ist nicht so stark. Also, er ist natürlich einigermaßen stark gegen Infanterie, aber verliert extrem schnell Leben. Wir haben 100 Stück. Ihr könnt mal darauf achten, wie schnell die weggehen. Ein AT-AT ist down. Das ist scheiße. Aber wir haben es eigentlich so gut wie geschafft. Ah, da kriegt er nochmal eine Bombe reingedrückt von so einem Y-Wing. Oh, das könnten wir doch noch verlieren. Oh, Mist.
Ah, nee, wir haben gewonnen. Sehr schön. Gut. Haben wir doch noch geschafft, Leute. Nice. Und da wird jetzt auch der Generator zerstört. Und wir sind Dritter mit 27 Kills und 10 Toten. Das ist doch nice gelaufen. Der erste hat 41 Kills und 6 Tote. Ist stark. Aber wir sind doch auch gar nicht schlecht hier. Kann nicht mit leben, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dann werden wir unseren Rang hier erhöhen. Auf Rang 5. Können wir uns jetzt vielleicht auch noch direkt hier in der Aufnahme zusammen ein bisschen besser equippen. Combat kriegen wir dazu. Objectives. Awards. Und dann noch den Matchbonus. Und den Winbonus. Das heißt, wir haben 786 Crits dazu. Ich komme nicht mehr klar. Okay, auf jeden Fall bedanken die sich mal wieder, dass wir die Beta spielen. Das ist kein Problem. Mache ich gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Reach Rank 5. Ja, das Maximum. Ach, wir haben Rank 5 schon erreicht. Stimmt. So, das heißt, ja, wunderbar. Wir können jetzt alle Karten kaufen. Das Jump Pack ist mega wichtig. Personal Sheet eigentlich auch. Aber erstmal das Jump Pack, würde ich sagen. Und Blaster müssen wir uns dann hier auch dazu kaufen. Was sollen wir zuerst nehmen? Ich würde sagen, zuerst nehmen wir uns tatsächlich das Jump Pack, oder? Ich glaube, wir nehmen uns als erstes das Jump Pack. Das holen wir uns. Das ist echt wichtig. So, genau, das equippen wir dann auch. Packen wir für den Ionenschuss auf die Hand. Wie mache ich das? Cards. Wie entferne ich den? Hallo? Ich weiß es gerade nicht so ganz. Kann ich das hier nicht machen? Mein Loadout? Komisch. Verstehe ich jetzt gerade nicht so richtig hier. Naja, werde ich schon hinkriegen, Leute. Auf jeden Fall haben wir das Jump Pack gekauft. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Und falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Täglich neue Videos, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao.